Ganz herzliches Grüß Gott vom Dreifaltigkeitswerk. Das Licht der Kerzen im Advent und zur Weihnacht will uns hinweisen auf das Licht, das durch Jesus Christus in unsere Welt kam. Kerzenlicht will uns aber auch etwas sagen über uns selbst, über unser eigenes Leben. Beim Brennen und Leuchten einer Kerze geschieht eine Wandlung. Das harte Kerzenwachs wird weich und entwickelt sich zu etwas Zarterem. Und dann entwickelt es sich weiter zum Gas, das den Docht am Brennen erhält. Wandlung gehört zu einem gelungenen, geglückten Leben. Herzen können auch verhärten, durch Enttäuschungen, durch Verletzungen, durch deprimierende Erfahrungen. Verhärtet euer Herz nicht, fordert uns ein Psalm auf. Und ein brasilianisches Sprichwort sagt: Entzünde ein Feuer mit den Dornen, die dich verletzen. Das Feuer und das Licht der göttlichen Liebe will unsere Herzen verwandeln, läutern in noch liebevollere, in noch gütigere Herzen. Und etwas Besonderes auch: die Flamme einer Kerze zeigt immer nach oben. Auch wenn die Kerze in eine Schieflage gerät. Ich will es jetzt nicht vorführen, sonst fließt das Wachs auf den Tisch. Eine Flamme zeigt immer und bleibt immer nach oben ausgerichtet. Eine schwierige Zeit könnte für uns erst recht Anlass sein, die Orientierung nach oben zu suchen, im Vertrauen auf das Licht und auf die Kraft von oben. Auffallend auch, die Flamme einer Kerze ist sehr sensibel. Der leichteste Windhauch bringt sie in Bewegung. Aber die Flamme kämpft auch. Sie lässt sich nicht so leicht unterkriegen. So sollte so mancher Gegenwind in unserem Leben uns nicht gleich aus der Fassung bringen. Ja, und wenn ich das Licht einer Kerze weitergebe an andere Kerzen, nimmt ja die Flamme nicht ab. Sie verliert dabei nichts. Ja, sie wird zu einem Geschenk für andere. Und die Erfahrung sagt uns, Liebe wächst, wenn wir sie verschenken. Und ein Sprichwort noch, das gerade auch in unsere schwierige Zeit passt: Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als über die Finsternis zu klagen. Lassen wir uns jetzt von einer leuchtenden Kerze aufmuntern zum innerlich Bereitsein, Lichtsein, Liebesein. Seien die dazu gesegnet.